Die drei großen Ziele der Dualseelenverbindung, über die man nicht spricht. Wenn du in die Lehrbücher der Dualseelen schaust, dann begegnet dir eigentlich nur ein großes Ziel. Es wird dir gesagt, dass es in diesem Prozess nur um deine innere Heilung geht. Du begegnest also einen Menschen, der drückt all deine Knöpfe und deine Aufgabe ist es, die emotionale Ladung herauszunehmen, die Verletzungen, die da zutage treten, zu heilen. Und wenn das geschehen ist, dann werdet ihr euch trennen und euch nie wiedersehen. Das ist zumindest die Kurzfassung von dem, was normalerweise verbreitet wird. Und tatsächlich, deine Selbstheilung ist das Zentrum des Ganzen. Aber das ist viel zu kurz gegriffen. Und wenn du bis zum Ende dran bleibst, dann wirst du eine ganz neue Perspektive erfahren, von der du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Aber ich fordere dich auf, da mal wirklich hineinzufühlen, ob es sein kann, dass die Selbstheilung nur ein Schritt in dem Prozess ist. In meinen Gesprächen mit sehr weit fortgeschrittenen Zwillingsflammen oder auch mit welchen, die schon vereinigt sind, hat sich immer ein Punkt herausgestellt. Ja, alle sind durch einen sehr, sehr tiefen Selbstheilungsprozess gegangen. Und dieser Prozess war sehr hart. Und dennoch das Segensreichste, was sie in ihrem Leben getan hatten. Aber es wurde schnell deutlich, dass es noch zwei weitere Ziele in diesem Prozess gibt. Zwei weitere Ziele, für die die Selbstheilung die Voraussetzung bildet. Man kann das ganz leicht und prägnant ausdrücken. Das erste und wichtigste Ziel ist die Heilung deiner Verbindung zu Gott. Du kannst diesen Prozess auch gar nicht bestehen, wenn du diese Rückverbindung zu deiner Quelle nicht findest. Eine der großen Erkenntnisse auf dem Weg ist, du bist eins mit deinem Dual und gleichzeitig bist du eins mit allem, was ist. Aber dieses Eins mit allem, was ist, ist kein Einheitsbrei. Man kann sagen, dass alles, was veränderlich ist, alles, was ein Anfang und ein Ende hat, nicht real ist. Und alles, was real ist, ist unveränderlich, hat weder Anfang noch Ende. Und dieses Einssein mit allem, was ist, mit allem, was tatsächlich real ist, ist die Einheit mit dem göttlichen Feld und allem, was sich darin befindet. Aber nicht die Einheit mit der Illusion. Aber wir leben nun mal in diesem Feld der Illusion. Und alles, was in diesem Feld auftaucht, ist Ausdruck von allem, was ist. Und du bist Ausdruck von allem, was ist. Es ist sehr auffällig, dass wenn diese dualen Verbindung einmal aufgebaut wird, der eine Teil, das ist meistens der, den man als Loslasser oder als Herzmensch bezeichnet, eine sehr starke spirituelle Entwicklung durchmacht. Und ich rede hier nicht von esoterischem Schnickschnack. Ich rede hier nicht von dem Verräuchern deiner Wohnung. Ich rede hier nicht von irgendwelchen Kartenspielen und auch nicht mit dem Kaffeeklatsch mit Engeln. Das alles sind nur Formen. Und wenn jemand an der Form festhält und den Inhalt vergisst, dann hat das Ganze mit Spiritualität schlicht und einfach nichts zu tun. Spiritualität ist deine Verbindung mit Gott. Das ist dein Einssein mit allem, was ist, mit allem, was real ist. Egal, welche Heilungsschritte du durchmachst, die wirkliche Heilung, damit du wirklich ganz heilen kannst, muss es ganz tief in dir einsacken, dass du genau so bist, wie dein Schöpfer dich gemeint hat und da gar kein Fehler vorhanden ist. Egal, wie viele Trigger du hast, egal, wie schief deine Auffassungen sind und egal, wie viele ungeheilte Themen in deinem System sind, so wie du bist du vollkommen. Du bist genauso, wie Gott dich gemeint hat. Und es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, bei dem das anders wäre. Kein Tier und keine Pflanze. Mit jedem Schritt deiner inneren Heilung, dem zweiten großen Ziel des Dualseelenprozesses, kommst du dieser Einheit mit allem, was ist, näher und näher. Oder besser gesagt, du erkennst mehr und mehr, dass du das schon bist. Das Ergebnis dieser beiden Ziele ist ein unendlicher Friede, eine unendliche Aufgehobenheit in dir selbst, in diesem Selbst,
was eins mit dem göttlichen Feld ist. Dieses göttliche Feld ist nichts anderes als Liebe, unendliche, bedingungslose Liebe. Und in deinem Leben breitet sich auch genau das aus. Unendliche Liebe und Freude, eine Unerschütterlichkeit und völlige Unabhängigkeit von den äußeren Umständen. In diesem Zustand, wenn du das erreicht hast, dann kannst du das tun, was in der Dualseelenlehre immer wieder umschrieben wird mit Loslassen, deinen Dualseelenpartner gehen lassen. Aber daran erkennst du, dass es eben nicht um ein ego-basiertes Schlussmachen geht. Es geht nicht darum, dass du etwas in dir abspaltest oder darum, dass du eine Mauer aufbaust. All das sind vollkommene Irrwege, die einfach nur in eine Sackgasse und in eine Verlängerung des Prozesses führen. Du machst ganz das Gegenteil. Du öffnest dich immer mehr und du bleibst auch gegenüber deinem Dual offen. Und du erkennst, dass diese Macht, die er anfangs über dich hatte, diese emotionale Abhängigkeit einfach nur dein Thema war. Denn bist du an dieser Stelle angelangt, dann ist da keine emotionale Abhängigkeit mehr. Und die Liebe und das Gefühl des Einsseins ist noch intensiver als am Anfang. Und du lässt ihn dann nicht gehen, du lässt ihn auch nicht los. Du lässt ihn sein. Du warst immer diejenige, derjenige, der den Dual in sein Gefängnis gesperrt hat. In ein Gefängnis von Gedanken, von Forderungen und von Erwartungen. Und du hast darunter gelitten, dass er sich dir verweigert hat. An diesem Punkt kannst du ihn erstmals so betrachten, wie er wirklich ist, in seiner göttlichen Vollkommenheit und in seinem vollkommenen Einssein mit dir. Natürlich gibt es an diesem Punkt keine Notwendigkeit für eine Partnerschaft mehr, denn Partnerschaft ist ein Konzept, das nur zwischen zwei getrennten Wesen einen Sinn macht. Nur zwei Menschen, die sich als getrennt empfinden, haben das Bedürfnis, sich aneinander zu binden. Und das ist der tiefere Grund, weswegen du den Wunsch nach einer Partnerschaft aufgeben musst. Nicht, weil der sich nicht erfüllen kann, sondern weil das Konzept der Partnerschaft selbst ein Konzept der Trennung ist. Eine Idee, wie man Trennung durch emotionale Verbindung, durch Forderungen und Erwartungen überwinden kann. Und das kann niemals funktionieren. Bist du einmal an diesem Punkt der Erkenntnis angelangt, dann erkennst du auch sehr leicht, dass du die Liebe zwischen euch sein lassen kannst, da sein lassen kannst. Und du erkennst auch sehr leicht, dass du derjenige warst, der diese Liebe, die so intensiv war, einfach nicht ertragen konnte und deswegen versucht hat, sie in ein 3D-Korsett zu packen. Aber wirkliche Liebe ist unbegrenzt, uneingeschränkt. Und spätestens hier wirst du eines erkennen müssen, dass der Zeitpunkt, an dem du anfängst, dich um dich selber zu kümmern, dich dir zuzuwenden, eben keine Loslösung von deinem Dual war. Du hast dich niemals wirklich abgewendet, sondern die Zuwendung zu dir war die Zuwendung zu dem, was zutiefst mit dir eins ist, nämlich dein Dual. Und wenn du dich jetzt fragst, wenn doch sowieso alles mit allem eins ist, was soll denn der Unsinn mit dem Dual? Nun stell dich vor einen Baum. Stell dich vor einen Baum und betrachte zwei Blatthälften. Und du wirst feststellen, diese zwei Blatthälften sind eins miteinander. Du wirst weiterhin feststellen, dass dieses Blatt eins ist mit seinem Zweig. Und dieser Zweig ist eins mit seinem Ast. Und schließlich eins mit größeren Ästen, mit dem Baumstamm und mit den Wurzeln. Alles ist eins miteinander und dennoch ist dieses Einssein kein Einheitsbrei. Es ist das Einssein in der Vielheit der Erscheinungen. Das ist die Art und Weise, wie sich uns das göttliche Feld in dieser 3D-Realität zeigt. Und dein Dual ist mit dir eins, wie es zwei Blatthälften sind. Die anderen Menschen sind mit dir eins, wie es all die anderen Blätter sind. Und es gibt Tiere, es gibt Pflanzen, es gibt Mineralien, es gibt Erscheinungen und Phänomene. Und all das ist eins mit dir. Denn all das ist Ausdruck des Absoluten. All das ist Ausdruck des Göttlichen, so wie es sich uns zeigt. Aber all das ist nur eine Erscheinungsform des Ganzen. Es ist eine Illusion.
Aber so wie zwei Blatthälften nun mal perfekt füreinander geschaffen sind, so sind Duale perfekt füreinander geschaffen. Sie sind nicht nur Begleiter auf dem Weg deines spirituellen Wachstums auf unserer 3D-Ebene, sind sie auch die perfekten Partner, die ultimativen Liebhaber. Aber dies kann sich erst erfüllen, wenn du sie eben freigelassen hast. Wenn du die wahre Natur hinter den Dingen nicht nur mit dem Verstand erkannt hast, sondern sie tief in dich eingedrungen ist. Und so ist das dritte Ziel der Dualseelenverbindung tatsächlich, dass du diese Liebe lebst. Und ich wünsche dir, dass du an diesen Punkt kommst. Wirkliche Spiritualität bedeutet dein Einssein mit Gott, dein Einssein mit dir selber und das Einssein mit der Dualseele. Diese drei Dinge sind Spiegel voneinander. Und wenn du deine Dualseelenbegegnung gehabt hast und die gestört ist, dann spiegelt sie eine Störung deines Verhältnisses mit Gott und deines Verhältnisses mit dir selbst. Erst wenn du völlig im völligen Frieden damit bist, dass die Verbindung so ist, wie sie ist und so, wie sie ist, vollkommen ist. Wenn du mit dir selbst und mit Gott völlig im Reinen bist, dann bist du an dein Ziel angelangt.